Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Wir sind hier bei einem Außenposten der Kleriker, die sich in einer alten Burg verschanzt haben und möchten gerne ein bisschen mit dem Tirk davon reden. Hallo Tirk, hast du Arbeit für mich? Wie ist die Lage? Ich habe den Auftrag, mich hier umzusehen. Arbeit. Hast du Arbeit für mich? Es gibt eine Aufgabe, aber die werde ich dir nicht übertragen. Verschlusssachen sind schließlich vertraulich zu behandeln. Aha. Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Von mir wirst du nur das hören, was ich den Rekruten auch erzähle. Die Lage ist nach wie vor das Ergebnis unserer Bemühungen. Und darum denke ich, dass wir alle noch weitaus mehr tun müssen. So wie ich das sehe, reichen ein paar aufmunterte Worte nicht aus. Und wenn das nicht reicht, ich glaube, das ist so wie ich das sehe, reichen ein paar aufmunternde Worte nicht aus. Nein? Was erwartest du denn, dass ich auch noch die restlichen Rekruten verheize? Auch wenn von mir erwartet wird, dass ich die Leute im Einsatz schleife, sieht die Praxis anders aus. Wenigstens ein Teil meiner Leute soll das Ende ihrer Ausbildungszeit erleben. Aber wenn du so ein harter Kerl bist, hier, nimm das und zögere nicht, jede Bedrohung da draußen auszuschalten, die deinen Weg kreuzt. Oh, cool. Ich habe den Auftrag, mich hier umzuschauen. Ich habe den Auftrag, mich hier umzusehen. Und der Befehl dazu? Wurde von Dietrich unterzeichnet. Dietrich, für den sind wir nur Inventar. Aber gut. Machen wir es nicht kompliziert. Sieh dich nur um. Mein Truhencode lautet 4979. Kurz aufschreiben. 4979, ne? 4979, genau. Willst du gar nicht wissen, wonach ich suche? Weißt du das über den Alex-Schmuggel? Das obere. Willst du gar nicht wissen, wonach ich suche? Ich habe nichts zu verbergen und sehe keinen Sinn darin, mich mit Dingen zu belasten, die mir das Leben schwer machen. Da bin ich durch und durch Pragmatiker. Solltest du auch nur den geringsten Zweifel an meiner Glaubwürdigkeit haben, weißt du, was zu tun ist. Durchsuch meine Sachen und du wirst sehen, dass ich eine weiße Weste habe. Okay, wegen der vertraulichen Aufgabe. Wegen der vertraulichen Aufgabe. Ich bin der Richtige dafür. Was muss ich tun, damit du sie mir überträgst? Persönlichkeit nicht genug? Ach, schade. Na dann das untere. Was muss ich tun, damit du sie mir überträgst? Ich weiß deinen Eifer zu schätzen, aber mir sind die Hände gebunden. Ohne dass ich mir sicher sein kann, dass du vertrauenswürdig bist, wird daraus nichts. Dann lass mich dein Vertrauen verdienen. Du wirst es bereuen, wenn du meine Hilfe abschlägst. Na, das obere. Dann lass mich dein Vertrauen verdienen. Bevor wir uns weiter im Kreis drehen, mache ich dir einen Vorschlag. Lass mir ein Pfand von Wert da und du hast den Job. Solltest du alles zu meiner Zufriedenheit erfüllt haben, bekommst du ihn selbstverständlich wieder. Dann? Hier ist dein Pfand. Jetzt erklär mir die Einzelheiten. Das ist ein stattlicher Batzen, den du in meine Hände legst. Damit hast du mich überzeugt, also aufgemerkt. Hier, achte auf diesen Umschlag wie auf deinen Augapfel. Von ihm hängt unser Leben ab. Er darf nicht verloren gehen. Bring ihn zum Suggestor Balder im Hort. Er ist derjenige, der jedwede Korrespondenz vorher einsehen muss, bevor sie weitergereicht wird. Lagebericht des Außenpostens erhalten. Moment, ist das jetzt nicht was gewesen, was wir den Berserkern geben müssen? Warte mal. Quest, ne? Edan. Edan ist falsch, oder? Oder doch? Aufbruch ferne Länder. Bericht. Ich soll ihm einen Bericht aus mindestens zwei der großen Städte bringen, damit er im Bilde ist.
Na, da brauchen wir das nochmal nicht geben, ne? Ist dann, glaube ich, nicht richtig. Okay. Dann, wo ist sein... wo ist sein Schrank zum Aufmachen? Ich glaube, dass der hier irgendwo ist, oder? Der tut dann nur putzen, ne? Also muss er da drinnen irgendwo sein. Vielleicht hier irgendwo. Zigarettenstange nehmen wir mit. Da. 4, 9. 7, 9, glaube ich. Geht doch. Ja. Presslufthammer und Elixit. Nehmen wir alles mit. So. Danke, Dirk. Gut. Er hat gesagt, er hat nichts zu verbergen. So, jetzt hat auch nichts mehr im Besitz. Jetzt kann er erst recht nichts mehr verbergen. Gut. Ist hier noch was für uns? Eine Zigarettenpackung. Ja, gut. Dann war da drüben noch was, glaube ich. Also, halt. Weg da. Psst. Audio. Audio-Guide-Aufnahme 8. Gerüchten zufolge raubte Falkmar eine Prinzessin von Weinstein vor ihrer Hochzeit. Daraufhin brach ein Krieg zwischen den drei Burgen auf. Als Sieger ging schließlich Falkmars Sohn hervor. Die beiden anderen Burgen fielen unter seine Herrschaft. Seine Macht reichte bis weit über das Land. Viele Generationen nach ihm blieb die Herrschaft seines Geschlechts unbestritten. Aha. Schön für ihn. La, la, la. So. Hier scheint es sonst auch nichts mehr zu geben. Elixit nehmen wir mit. Da können wir, glaube ich, kein Loch reinschlagen. Uns scheint es da nichts zu geben. Dann können wir hier noch raufkraxeln. So, was haben wir da? Wieder so ein komisches Gerät. Ein schönes Loch. Hm. Sonst schaut es hier ein bisschen mager aus. Aha, da könnten wir theoretisch auch noch raufkraxeln, glaube ich. Oder? Na, doch nicht. Gut. Dann haben wir hier noch ein Elixit. Elektroschrott. Haben wir noch irgendwas? Ein bisschen was von Wert? Halt, nicht runterfallen. Ein Bettchen hätten wir hier. Mana. Der Meteor hat echt kaum etwas stehen lassen. Nein. Einen Moment. Kurz mal husten. Hm. Da oben? Ist da noch was? Schaut nicht so aus. Nö. Ja, Ray haut schon ab. Der hat schon mitbekommen, dass da nichts ist. Der hat gesagt, das tue ich mir nicht an. Da drüben wird wahrscheinlich auch nichts sein. Obwohl, Trockenfleisch. Kleiner Heiltrank. Na bitte. Gut. Das hätten wir dann soweit, ne? Wo geht's hier ran? Ran, rein. Ran, rein, raus. Da ist, glaube ich, auch nichts mehr. Dann können wir eigentlich theoretisch, Öllämpchen nehmen wir mit, können wir ja weiter questen, ne? So. Na gut, dann schauen wir mal. Wo, was müssen wir jetzt machen? Muss mal kurz ein bisschen mich anders hinsetzen. So. Also, wir müssen Lieferant. Nächtliche Geschäfte. Das ist für Balda. Hm. Ich traue mich fast, an diese streuende Chimäre umzuhauen.
Es könnte jetzt wieder mit Glück ein bisschen zu tun haben, dass die ein bisschen schwächer sind als die normalen Chimären. Entschuldigung, mit K. Da wäre es vielleicht besser, wenn wir... Wenn wir uns da diesen Sachen vielleicht widmen, also die zum Beispiel. Das ist vielleicht machbar. Ursache und Wirkung. Schauen wir uns das einmal an. Wo wäre denn das? Da oben drum. Weil wir haben eh hier ein Board schon. Das müsste passen. Also schauen wir uns da oben mal ein bisschen um. Komme ich da überhaupt lebend hin? Ich glaube fast nicht. Ja, ja, das habe ich schon befürchtet gehabt, dass das nicht klappt. Habe ich schon gespürt im linken Hüftknochen. Okay, dann hier lang. Boah, ich habe ein bisschen Angst vor diesen Maschinen jetzt, ne? fällt wahrscheinlich gar nicht auf. So, nehmen wir einen Spielstand, den hier vielleicht, ja. So, speichern wir mal anständig. So. Der zischt nur böse. Und gehen wir mal ein bisschen beten. Du fühlst dich gut, wie schön. Wer bist denn du? Levin! Bist du etwa die Verstärkung? Welche Verstärkung? Ich wurde nicht geschickt. Welche Verstärkung? Welche Verstärkung? Verdammt, wo bleiben die denn? Ich warte jetzt schon eine Ewigkeit darauf, dass die Leute aus dem Hort mir helfen. Wie soll ich denn Handel treiben ohne Waren? Kannst du mir das sagen? Du bist Händler? Ja. Also momentan nicht. Alles, was ich habe, behalte ich erstmal für mich, bis ich meine Waren zurückhabe. Na klasse, jemand hat den Kerl schon abgeputzt. Wir kommen zu spät. Hey, ihr wollt mir doch wohl nicht ans Leder. Entspann dich. Entspannen ohne Ware? Wohl kaum. Warum kannst du keine warum hast du keine Waren mehr? Warum hast du keine Waren mehr? Weil mein Karren von Monstern angegriffen wurde. Und jetzt habe ich keine Waren mehr, mit denen ich handeln könnte. Bei der Flucht vor den Biestern habe ich auch meine gute Waffe verloren. Na, super. Das heißt, ich kann mich mit dem Schrottteil, das ich noch habe, nicht mal ordentlich wehren. Hier, pass mal auf. Du willst doch bestimmt in den Hort der Kleriker, oder? Wenn du mir hilfst und mir meine Waren wiederbringst, dann sorge ich dafür, dass du in den Hort kommst. Was hältst du davon? Guter Deal. Ich war bereits im Hort der Kleriker. Ich war bereits im Hort der Kleriker. Wenn das so ist, bin ich natürlich auch bereit, dich angemessen zu bezahlen, wenn du mir hilfst. Sehr gut. Ich bringe dir deine verlorenen Waren zurück. Wo finde ich dein Handelskarren? Ja, das wäre mal das Erste. Wo finde ich deinen Handelskarren? Wenn du von hier Richtung Nordwesten gehst und an der Straße weiter Richtung Westen folgst, solltest du ihn relativ schnell finden. Okay, dann helfen wir dir. Ich bringe dir deine verlorenen Waren. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Auf die Kleriker im Hort ist einfach kein Verlass. Wer weiß, wann sie mir endlich geholfen hätten. Ach, die scheren sie das nicht. Kannst du hier sein? Die scheren sie das nicht. So, passt, dann hätten wir schon eine Ausweichquest, ne? Jäger und Sammler. Würde ich sagen, schauen wir uns das einmal zuerst an. Das ist vielleicht vor der Haustür. Ja, schaut nicht so schlecht aus. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal da die Straße lang. Und schauen wir uns an, welches Getier es gewagt hat, den armen Händler zu überfallen. Wahrscheinlich lauter grausliche Viecher. Jetzt sind es dann Pestratten. Dann kann er sie aber auslachen lassen. Ist das ein Panzer? Ich glaube, das ist ein Panzer, oder? Ein ruinierter Panzer. Okay, Reißer sind schon mal da. Okay, würde ich sagen, du musst speichern. Ja, bitte.
So. Ah, da drüben haben wir auch ein Opfer. Den kennen wir ja schon. Warte, ich futter schnell mal was. So. Viechlein. Hallo. Auch natürlich gewaschen, ne? Ist ja klar. Aber diese Viecher können wir schon besiegen, deshalb machen wir das auch. Und rein ins Kreuz, so muss das ausschauen. Und? Jawohl. Na, bist du gestolpert? Oh. Armes Viechlein. Und der Mann. So. Au. Au. Das war so nicht ausgemacht. Echt nicht. So. Heureka! So, rein ins Kreuz, so muss das ausschauen. Jawohl. Alter. Na auf, Rayway zu tun. So muss das ausschauen. Sehr gut. So, schon langsam rot mir ja alles aus in der Gegend. Moa. Sehr, sehr gut. So, ich glaube, jetzt können wir noch was essen. Das können wir mal speichern. Weil da vorne sind eh schon wieder zwei fiese Viecher. Ich hoffe, ich kann sie einzeln pullen. Jetzt haben wir hier eh schon sauber gemacht. So, nehmen wir mal die Beine in die Hand. In der Hoffnung, dass nur eins kommt. Aber es kommen tatsächlich zwei. Das eine Viech. Drei! Ah! Ah, nicht schlecht. Jetzt sind es nur mehr zwei. Jetzt kann es sein, dass wir nur mehr eins haben. Ja, es sind leider zwei. Wow! Warum auch immer es zwei sein müssen. Au. Da oben kann ich glaube ich nicht landen, ne? Sind echt zwei. Das ist echt kacke. Ich muss mal weg. Aha, da oben geht's. Ist auch nicht gut. Ja, ja, aber klar. Das ist echt nicht gut gelaufen. Sind drei. Okay. Wie pullen wir die jetzt am besten, dass wir nur zwei, beziehungsweise nur einen dann haben? Ja, geht eh nur mit Glück, ne? Hätte ich eine bessere Munition? Ich hab keine Ahnung. Hab nur die. Das Biest kaufen. Ja? Ray, bei Fuß. Jetzt sind es, glaube ich, Nummer 2. Mist! Das geht natürlich nicht so gut, ne? Wie gedacht. Bin schon dran! Bin schon dran, jawohl. Es ist halt das Doofe, dass die sehr nah beieinander sind. Ich fürchte halt, dass wir das gar nicht so toll hinkriegen. Es werden tatsächlich zwei Viecher bleiben, ne? Was ich noch probieren könnte, ist vielleicht mit Handgranaten und so ein Ding zu arbeiten. Könnte ich gerade mal schauen, ob wir was hätten.
Machtstoß und so ein Zeug hätten wir noch. Ich glaube, die kommen schon, gell? Ja, ja. So! Jawohl, das hat mal gesessen. Vielleicht. Au! Na! Ah, das wollte ich nicht. Ich wollte mit drauf retten. Hat nicht hingehauen. Okay, der Part ist auch zu Ende. Das heißt, wir werden im nächsten Part diese zwei Viecher, diese drei Viecher uns vornehmen. Ja. Dazu werde ich Machtstoß verbrauchen müssen und das andere drum. Den anderen Dingsbums und ein paar Handgranaten werde ich auch schmeißen. Dann wird das vielleicht schwer. Na gut, ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Erdulden und Ertragen meiner Fails. Wünsche euch einen schönen Nachmittag, einen schönen Tag, Abend, wie auch immer, guten Morgen. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!